Wieder deprimierend. Hansa Rostock in Weiß führte den deutschen Meister teilweise vor. Hier das 4:2 von Oliver Neuville, der sonst nicht sehr auffällig spielte bei diesem Hallenturnier. Mario Basler außer sich, man haderte auch mit dem Schiedsrichter, aber das war nicht entscheidend für die blamable Vorstellung der Münchner. Zu wenig Bewegung, zu wenig Ideen, deshalb fiel es Hansa Rostock relativ leicht, hier das 4:2 zu erzielen. Und es sollte noch schlimmer kommen. Nochmal der Versuch von Mario Basler, Kunststücke zu zeigen, aber sie scheiterten an der konkreten Spielweise von Hansa Rostock, die wesentlich effektiver und besser spielten. Jens Dove mit einem Kracher. Ewald Lien guckt nochmal auf die Uhr, aber 6:2 ging es aus, also man war wesentlich besser als der FC Gütersloh um genau 2 Tore. Deshalb Hansa Rostock im Halbfinale. Ja, und die Bilanz der Bayern, 5 Spiele in der Halle, einschließlich des Turniers in Berlin und nur einen Sieg ausgerechnet gegen Hansa Rostock in der letzten Woche in Berlin. Ansonsten Niederlagen gegen Nürnberg, Tennis Borussia und den FC Gütersloh. Die Stimmung dementsprechend gedrückt. Giovanni Trapattoni lief wutschnaubend aus der Halle. So etwas nennt man Enttäuschung pur unter dem Hallendach. Der FC Bayern München sicherlich die Mannschaft, die hier in der Halle den Fans am wenigsten geboten hat. Rostock also auch im Halbfinale. Und damit waren die beiden Halbfinalpaarungen komplett. Das erste Spiel der FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen. Die zweite Begegnung der Zweitligist Fortuna Düsseldorf gegen Hansa Rostock. Die Fortuna in den blauen Trikots spielte schon das ganze Turnier über sehr eindrucksvoll in München und das sollte sich im Halbfinale fortsetzen. Hansa Rostock mit Yasser. Wieder am Ball der ägyptische Nationalspieler Sergei Barbares. Und Yasser. Er kam zu spät zurück aus dem Weihnachtsurlaub, musste deshalb 10.000 Mark Strafe zahlen. Aber wie man sieht, er ist rechtzeitig wieder da. Letzte Woche beim Turnier in Berlin durfte er noch nicht mitmachen. Aber jetzt ist er wieder topfit, wie man hier sieht. 1:0 die Führung für Hansa Rostock, die leicht favorisiert in dieses zweite Halbfinale gegangen waren. Ihnen hatte 2 Turniere bereits mit Hansa Rostock gespielt, nämlich in Schwerin und in Berlin und beide gewonnen. Also offensichtlich fühlt sich das Team wohl unterm Dach. Unwohl wird sich jetzt Martin Piekenhagen fühlen nach Betrachtung dieser Szene. Der Ausgleich durch die Beine, aber ansonsten tadellos heute. Der gebürtige Berliner, hier der Ausgleich in der 9. Minute. Torschütze Mike Riedpitsch. Fortuna Düsseldorf im Mittelfeld der 2. Bundesliga zurzeit. Aber man ist ja bemüht unter dem neuen Trainer, der ist ja schon einige Monate jetzt bei der Arbeit, Uli Maslow, das Team langsam wieder in die Spitzengruppe zurückzuführen. Hansa Rostock, Sergei Barbares. In den Gruppenspielen nicht so auffällig, aber dann wurde er besser. Und die Führung 2:1 durch Steffen Baumgart. Ansonsten konnte er seine Chancen nicht verwerten. Hier macht er es einmal ganz einfach, nämlich mit der Picke. Gar nicht lange fackeln. Sein erstes Turniertor. Und wahrscheinlich kein unwichtiges. Es geht um den Einzug ins Finale. Steffen Baumgart, der ja auch in der Bundesliga bemüht ist, wieder Anschluss zu finden. War ja mal der Senkrechtstarter und ist nach und nach mehr in die Versenkung geraten. Jens Dove, feiner Techniker, spielte ja auch mal in München bei 1860 bei den Löwen. Kartemann. Oliver Neuville, derjenige, der nach 7 Bundesligaspielen schon eine Berufung in die Nationalmannschaft hatte. So schnell war vor ihm noch keiner.
Rietpietsch. Istenitsch. Wieder Rietpietsch. Und Martin Bickenhagen. Da war zu sehen, was ich vorhin erwähnte. Rückhalt seiner Mannschaft. Und noch einmal Rietpietsch. Ja, den kann man eigentlich nicht mehr verfehlen. Er wollte es zu genau machen. Niestreu. Und den Namen nenne ich jetzt nicht mehr. Das Spiel war dann aus. Auch in Unterzahl brachten sie das Ding über die Runden. Hansa Rostock, also auch im Endspiel. Und zweifellos waren es die besten Teams, die sich da fürs Finale qualifiziert haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir die Besten sind. Wir haben jetzt noch ein schweres Spiel gegen Schalke, was wir auch gewinnen wollen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Hallensaison gespielt und können ganz zufrieden sein. Gegen Bayern München, das war ja das Spiel, auf das hier alle gewartet haben. Ihr musstet mit 2, nach Möglichkeit mit 3 Toren Unterschied gewinnen. Habt dann eindrucksvoll 6:2 gewonnen. Habt ihr euch selbst das so im Endeffekt leicht vorgestellt? Es ist hier kein Spiel leicht. Ich sag mal, in der Halle passiert das mal, dass man schnell 3-0 in Führung geht. So wie gegen die Bayern, da hatten wir ein bisschen Glück, dass die ersten 3 Schüsse gleich drin waren. Und danach konnten wir das sehr gut runterspielen und haben auch clever gespielt und ich glaube auch verdient gewonnen und ich glaube auch verdient ins Finale eingezogen heute. Ja, zunächst noch das Ergebnis aus dem Spiel um Platz 3. Fortuna Düsseldorf, der Zweitligist also, gewinnt gegen Werder Bremen mit 5:4 in einem hervorragenden Spiel. Das heißt, die Düsseldorfer nehmen das Preisgeld von 30.000 Mark mit. Zudem natürlich noch die Antrittsgage von 200.000 D-Mark. Das heißt, Geld, was sie gut investieren können und mit Sicherheit nicht im rheinischen Karneval verprassen werden. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, das Endspiel stand dem Spiel um Platz 3 in nichts nach. Im Gegenteil. Pereira stammt aus Angola. Kann seinen Gegenspieler auch schon mal schwindelig spielen. Endstation. Wieder mal Bickenhagen. Sind ja aus dem Trainingslager hier angereist, werden auch morgen wieder zurückfliegen. Und das die Führung. Timo Lange. Sie erinnern sich, derjenige, der die Zeitstrafe absitzen musste im Halbfinale. Hier muss er nur noch das Füßchen ausstrecken. Mit der Innenseite reingeschoben. Glänzende Vorarbeit von Jens Dove. Dübeck. Ah, da hätte er vorher abspielen sollen. Jens Dove auch mit einem riesen Laufpensum heute. Er, Babares, Yasser, das waren die tragenden Säulen. Und der Ausgleich. 1:1. Denis Klujew. Ich hatte ihn gerade erwähnt. Wartet, macht hier alles richtig. Schaut erst, was Bickenhagen tut und dann schiebt er gekonnt ein. Alles wieder offen und die nächste Aktion. 20 Sekunden später, Yasser erneut mit der Führung. Der blühte auch richtig gehend auf. Unglückliches Gegentor für Matthias Schober. Schierenberg. Den Ball gespielt. Und die Gelegenheit für Babares. Was für ein Tor. Praktisch mit Ansagen. Der Mann ist Gold wert. 3:1 die Führung also für Hansa Rostock. Lässt Mike Büskens da alt aussehen. Da darf er nicht zum Schuss kommen. Und dann schlägt er unhaltbar ein. Eins der schönsten Tore in diesem Turnier. Markus Anfang. Er wollte unbedingt noch ein Tor schießen, denn Christian Brandt hatte 6 vorgelegt. Christian Brandt, der mit den Bremern der Vierter wurde. Igor Pamic, das ist 95 Kilogramm, sehr gute Körperbeherrschung. Die Überraschung bei den Rostockern auf dem Hallenboden. Er kam nicht mehr frei zum Schuss.
Und noch einmal Bamic, der für Begeisterungsstürme sorgte in der Halle. Nochmal Martin Groth. Den Angriff abschließen. Also, Halbzeitstand im Spiel, im Finale. Hansa Rostock gegen Schalke 04, 3:1 für Hansa. Platz 5 gegen Platz 6. Und Platz 5, das ist Hansa Rostock und ein kapitaler Bock von Matthias Schober. Was soll's, er hat vorher so gut gehalten, aber Nutznießer und lachender Torschütze Sergej Barbares. Kann man nur dankend annehmen, wenn der Keeper den Ball so wunderschön stoppt und dann vorliegt. Also 4:1. Zu diesem Zeitpunkt schien alles gelaufen. Aber hier die beste Kombination der Schalker im zweiten Durchgang führte sofort zum 4:2. Also der alte Abstand wiederhergestellt, aber eine Musterkombination. Alle Spieler in Bewegung, jeder bot sich an, der Ball wurde direkt laufen gelassen. Und kein Problem dann für Marc Schierenberg. Herrera. Anfang. Hat's mal mit links probiert. Natürlich war er enttäuscht. Letzte Woche in Berlin hat er seine Mannschaft richtig zusammengestaucht, dass die sich so haben dort vorführen lassen von Tennis Borussia Berlin. Kein Foul, weiter. Herrera. Und ein fulminanter Schuss von Marco van Hoogdal. Was für ein Strahl. Hätte man sich dranhängen können und keine Chance für Martin Piekenhagen. Anschlusstreffer für den FC Schalke 04. Wie ein Strich den ersten FC Kaiserslautern. Tolle Einlage von Mike Büskens. Sieht man ganz, ganz selten von ihm. Der Vorteil der Hansa-Spieler, sie suchten nur den Zweikampf, wenn es ungefährlich war, nämlich vor das Gegners Tor. Das galt für alle. Nochmal ein Versuch. Die letzte Minute läuft. Aber da ist Markus Anfang auch relativ entschieden nochmal zum Ball gegangen. Aber nichts passiert. Noch einmal Pamic. Zulässig. Oh, da geht Evalin nochmal richtig auf die Palme bei dieser Kerze von Igor Pamic. Aber das Ding ist wohl jetzt gelaufen. Hansa Rostock gewinnt mit 4:3 und ist damit Sieger des DFB-Hallenpokals 1998. Wer sagt's denn? Der erste Auftritt nach Jahren unterm Hallendach und sofort gewinnt man dieses Turnier. Fantastisch. Also der Aufwärtstrend an der Ostsee hält an. 3 Turniere in Folge gewonnen. Schwerin, Berlin, München. Ein verdienter Sieger.